Hier wird's meine Glühbirnen und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Beim letzten Mal, also theoretisch beim letzten Mal, habe ich keine Ahnung, was wir gemacht haben, weil das viel zu lang her ist. Praktisch gesehen war das eigentlich das Video, wo ich mich ein bisschen bei Gauk bedankt habe, weil er meinen Minecraft-Account indirekt ersetzt hat. Also er hat mir seinen geliehen. Wen das irgendwie genauer interessiert und wer sich für meine alten Welten interessiert, der kann ja gerne beim letzten Video vorbeischauen, was ich hochgeladen habe. Das müsste Danke Gauk heißen oder so. Und in diesem Video laufen wir nicht nur irgendwie merkwürdig im Kreis herum und lassen uns von diesem Huhn belästigen, sondern wir begeben uns gleich in das Häuselein zurück, denn ich möchte mich ein bisschen ausrüsten und dann auf den Weg begeben, ein Villagerdorf zu finden. Denn es ist so, wir spielen sehr, sehr viel Basic Minecraft momentan, wenn ich das so nennen darf. Wir bauen viel, wir meinen viel, das Standardzeug, was man aus Minecraft halt die letzten paar Jahre kannte. Was aber nun mal der Fall ist, ist, dass Minecraft ja seit ein paar Updates eigentlich ein bisschen actionreicher geworden ist. Und diese Action möchte ich endlich mal erleben, deswegen begeben wir uns aus unserer bescheidenen Hütte hinaus in die weite Welt. Dafür möchte ich aber ganz gerne in allererster Form ein bisschen was an Nahrung mitnehmen. Wir hatten, glaube ich, realisiert, dass wir keine Kohle haben beim letzten Mal. Also bei dem Video, was eigentlich nicht zu Minecraft gehörte, aber was ich dennoch irgendwie dazu zähle, ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall, da haben wir gemerkt, dass wir keine Kohle haben und das ist zwar dezent doof, aber damit kann ich leben. Iron Axe ist nicht schlecht, der Bogen, der ist eigentlich eh schon kaputt. Warum habe ich den überhaupt? Den brauche ich nicht. Crossbow ohne Pfeil ist auch irgendwie schräg. Generell mag ich aber eigentlich den Bogen mehr als die Crossbow, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich mal so ehrlich sein darf. Name Tags werden wir noch gebrauchen können. Ich mache mir mal ein Eisenschwert, glaube ich, weil wenn ich es gerade so richtig sehe, fehlt es uns ein bisschen an Schwertmaterial. Stickeline. Und ich glaube, ich enchante das dann auch gleich. Ich meine, wir haben 10 Level. Genau. So macht man Schwerter, Sandoron. So macht man Schwerter. So. Ich glaube, das war ja so, wenn ich die beiden vercrafte, hätten die irgendwie nur noch halbe Haltbarkeit. Ich kann heute nicht reden. Halbe Haltbarkeit. Und das wäre eher weniger schön. Deswegen nehme ich einfach 2 neue Schwerter. Stimmt, die Übersetzung steht ja dran. Ach, ich kenne mich null aus mittlerweile mit Minecraft. Das ist schrecklich. Einfach nur schrecklich. So, Lapis haben wir genug. Sharpness 1, Knockback 1. Ich bevorzuge Sharpness, weil ich mag Knockback nicht mal so sehr. Weil ich finde es eher sogar nervig. So, Smite 2. War das nicht gegen Mobs? Da war doch irgendeine Information, beziehungsweise irgendwas bei Schwertern so. Ich hoffe, es wird jetzt nicht ganz laut Glee laufen. Okay, tut's nicht. Das Smite, glaube ich, für Mobs war, aber genau, okay. Ja, Smite ist für Mobs. Anders gesagt, Sharpness ist nicht mal so gut. Naja. Sweeping Edge. Was bedeutet Sweeping Edge? Das kenne ich ja noch gar nicht. Ja, heute ist der Tag des Google. ihr werdet es schon merken. Ich kenne mich halt nur noch null aus mit Minecraft und naja. Ah, okay, Sweeping Edge ist was Gutes. Perfekt. Davor hatte ich nämlich gerade Angst, dass das nichts Gutes sei. Wer weiß, vielleicht gibt es ja mittlerweile Debuffs. Ich traue den Leuten da bei Mojang alles zu. Ich möchte aber noch ein Eisenschwert, weil ich meine, Eisen haben wir genug. Und dann können wir uns ja gleich hier direkt ein richtig cooles Eisenschwert machen. So ein Eisenschwert, was alle Menschen neidisch macht. Und was mache ich eigentlich gerade hier beim Craften? Bin ich eigentlich kompletter Craft-Legastheniker? Ich weiß es nicht. Es ist schlimm mit mir. Das liegt einfach daran, weil kann ich das irgendwie eigentlich ausschalten? Das nervt mich voll, dass das existiert. Die pure Existenz nervt mich an. So. Jetzt craften wir noch ein bisschen was und gucken, ob das da vielleicht was Tolles gibt. Wenn nicht, dann halt nicht. So. Bane of Arthropod. Ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach keine Ahnung. Ja, komm, gib her. Mein Gott. Bane of Arthropods 1 schon wieder. Okay. Super. Jetzt habe ich zweimal Bane of Arthropods. Und das kann ich jetzt irgendwie verkraften. Und das ist dann Bane of Arthropods 2. Okay.
Was eigentlich nicht mal so schlecht ist, weil wenn ich das zu Bane of Arthropod 2 mache, dann könnte ich ja theoretisch das hier miteinander verkraften. Oder auch nicht. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Und das geht wahrscheinlich auch nicht. Ah, okay, das geht sogar zusammen. Aber kostet 9. Okay. Na egal. Wir haben jetzt auf jeden Fall ein paar Schwerter zur Auswahl. Das ist, glaube ich, dann unser Main-Schwert. Die anderen sind so Ersatz, falls was ist. Ja, ich kann dieses Bane of Arthropods hier mitnehmen. Keine Ahnung, das ist wahrscheinlich gegen Spinnen, schätze ich mal. Wäre so mein Raten vom Namen her. Aber an sich, wir haben ein bisschen Nahrung, wir haben Waffen, wir haben eine Rüstung, wir haben Fackeln, wir haben Motivation. Ach so, im Übrigen, Gauk ist voller Humor. Das ist jetzt unser Skin. Eine Redstone-Lampe. Ja, ich frag einfach nicht mehr. Ich frag einfach gar nichts mehr bei dem Typen. Und mir fällt gerade ein, wir könnten uns eigentlich ein paar zusätzliche Pfeile machen. Wenn wir schon hier so dabei sind, uns auszustatten. Weil Pfeile, die sind schön pfeilig. So. Wie war das? Genau. Perfekt. Ich habe nie verstanden, warum Leute immer so irritiert waren von dem Crafting-Rezept für Pfeile. Ich meine, it's a little bit obvious, to be honest. So. Gab es nicht noch irgendwie eine Möglichkeit, auf den Bogen Infinity drauf zu machen? Keine Ahnung, aber wir können da Power 1 drauf machen. Wenn ich meinen Lapis nicht weggepackt hätte. So. Oh, Level Requirement 2. Wir haben unsere ganzen Level verbraucht. Well, dann halt nicht. So, das kann ich dann alles hier wegmachen. Ich meine, ich habe jetzt genug Pfeile, ich habe genug alles, ich bin glücklich, ich bin toll, ich bin supi. Aber ich möchte das hier ein bisschen umstellen. Und ja, mich nervt es übrigens sehr, dass ich mein Inventar zwar auf Tab liegen habe, es aber nicht mit Tab schießen kann, sondern nur mit Escape. Das ist sowas von nervig und unsinnig eigentlich und es wird Nacht. Super! So macht man das. 7 Minuten und wir haben noch gar nichts gemacht, außer unsere ganzen Waffen zu verzaubern. Aber ich möchte bei dem Let's Play ungecuttet bleiben. Das ist so eine kleine Voraussetzung, die ich für das Let's Play habe. Ach komm, Holz können wir auf den Weg mitnehmen. Denn was ich persönlich an diesem Let's Play mag, ist, dass ich da sehr frei bin. Ich glaube, das habe ich schon ein paar Mal erwähnt, aber für mich ist dieses Minecraft-Let's Play wirklich die Möglichkeit, ohne Hinblick auf, was gefällt Zuschauern, was gefällt Zuschauern nicht, was ist eher YouTube geeignet, was ist eher weniger YouTube geeignet, kann ich einfach drauf losspielen. Ich kann einfach drauf labern und überhaupt nichts auf die Reihe kriegen, aber dennoch irgendwie Spaß haben. Und dennoch ist es irgendwie mein beliebtestes Projekt. Ich sollte mir Gedanken machen. Vielleicht liegt es aber auch daran, weil ich momentan kaum andere Projekte habe. Aber das wird sich ändern. Das wird sich sehr ändern. Ich will vor allem die, warum ich kein Spielereihe fortführen. Für die Zuschauer unter euch, und ich weiß, dass es da einige geben wird, die vielleicht nicht so lange dabei sind. Ich habe, ich glaube, drei Videos. Ja, ich glaube, drei Videos oder so, die heißen, warum ich kein Insert-Spielename hier spiele. Und das gibt es zum Beispiel zu Battlefield 1, zu Fortnite. Also das heißt dann, warum ich kein Fortnite spiele, warum ich kein Battlefield 1 spiele. Und das sind halt so gecuttete Videos, die ein bisschen auf Humor ausgelegt sind. Also das ist jetzt nicht das, was ich hier üblich hochlade. Die sind versucht witzig gehalten. Ich bin sonst nie witzig. Man kennt mich ja. Aber auf jeden Fall sind die Videos eigentlich ziemlich aufwendig gewesen und haben mir verdammt viel Spaß gemacht. Und deswegen würde ich sagen, dass ich sowas in Zukunft vielleicht öfter mache, auch wenn es bedeutet, dass ich viel Zeit investieren muss. Einfach nur, weil ich Bock drauf habe. Das ist so der Grund schlechthin für mich. Und willst du mich verarschen? Wir leben hier genau an einer Insel. Wenn man in diese Richtung schwimmt. Ich bin ja noch nie in diese Richtung geschwommen. Ich bin ja immer in die andere geschwommen. Im Übrigen sollte ich vielleicht hier meine Koordinaten kurz einblenden, damit ich auch dann zurückfinde. Okay, aber das scheint hier eine kleine Insel zu sein. Das ist jetzt kein wirklicher Kontinent. Was ich halt gerne finden würde, ist ein richtiger, richtiger Kontinent. Weil selbst unser Farmgebiet da, das ist eigentlich eine Insel. Und so mies es auch klingen mag, eigentlich ist es somit die schlechteste Minecraft-Welt, die man kriegen kann. Gleich neben einer Wüstenwelt. Ich weiß, dass es diese verschiedenen Biome gibt und so weiter und so fort, aber die Sache ist halt,
Wenn du wirklich Inseln hast, ganz viele Inseln, wie ich in diesem Fall, dann hast du das Problem, dass du nichts wirklich aktiv erkunden oder bauen kannst. Beim Inselbiom kann man theoretisch sogar noch weiter suchen, aber Inselbiom, das ist halt so scheiße langweilig für den Anfang. Ich meine, stellt euch vor, ich wäre hier gestartet. Es wäre Skyblock nur ohne Sky. Und das ist dezent scheiße. Aber ja. Wir werden in diesem Part vielleicht ein bisschen länger spielen. Also ich werde das vielleicht eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde machen. Kommt halt drauf an, wie lange wir brauchen, bis wir irgendeinen interessanten Ort finden. Einfach nur, weil ich wirklich ein paar Folgen Action bringen will. Ich will Spannung haben. Und ich denke mal, das ist jetzt kein schlechter Plan von mir. Vor allem, wenn ich mir anschaue, was so andere Minecraft-Let's Player tun, wie PewDiePie, der eigentlich die ganze Zeit nur unterwegs ist und nur offline baut, aber hey, also offscreen, während er nicht aufnimmt. Aber wie erwähnt, in diesem Minecraft-Let's Play will ich einfach nur ich selber sein und ich lebe mein Leben. Jawollo. Und diese Inseln gehen mir dezent auf den Zeiger gerade. Ich muss hier jetzt kinderfreundlich sein. Das ist. Alter, ist das nervig. Holy moly. Oder Dolly. Wie viele Inseln kommen hier noch? Ich habe mich schon gefreut, dass wir direkt Landmassen finden. Aber nein, stattdessen finden wir nur Inseln. Was ist das? Ah, okay. Das hat einfach nur nicht geladen. Das sah für mich aus, als wären da irgendwelche Türme unter Wasser. Das wäre, ja, interessant gewesen. kaum habe ich es erwähnt. Wird? Ihr seht das auch, oder? Also ich weiß, dass es irgendwelche Wassertempel angeblich gibt, aber ich habe keine Ahnung, was es mit denen auf sich hat. Ah, guck mal, kleine Zombies. Hallo. Na, wie geht's euch? Seid ihr gut drauf? Ich nicht. Alter, wie viele gibt's denn von euch hier? Ich hoffe, die machen nicht viel Schaden. Ich habe keine Ahnung. Ja, okay, das geht. Oh, das ist ja gar nicht der Zombie, der mir Schaden macht. Das bin ich, der ertrinkt. So, hi. Ich glaube, es war eine gute Idee, mein Schwert zu verzaubern. Und wie viele kommen hier denn noch? Ist da ein Spawner vielleicht? Spawnen die vielleicht die ganze Zeit da unten? Das wäre vielleicht eine mögliche Erklärung. Ach, du, Kacke. Wie viele kommen noch von euch? Ich sehe hier keinen Eingang. Aber nee, das sieht nicht aus, als wäre da ein Spawner. Ich glaube, das sind auch alle, die hier sind. Okay. Sind das Algen? Lassen die Dinger Algen fallen? Und ich glaube, der Ton ist ein bisschen leise, oder? Aber das lässt sich ja gleich regeln. Na, obwohl, nee, sollte gehen. Ist das immer noch merkwürdig, dass irgendwie meine Toneinstellung bei jedem Video anders ist? Hat das Ding ein Gehirn getragen? Ich glaube ja. Sind ja schließlich immer noch Zombies. Sehr spannend. Im Übrigen der Kampf. So, jetzt sollten die ganzen Zombies tot sein, oder? Und ich habe irgendein neues Rezept freigeschalten für, keine Ahnung. Was auch immer. So, dann sammle ich mir hier mal die Algen kurz auf. Ah, guck mal, da ist noch einer. Weg mit dir. Ah, und hier oben ist es. Ah, das lässt sich leicht abbauen. Okay, super. Weil es klang irgendwie wie Sand, aber das ist, glaube ich, kein Sand. Okay. Und was gibt's jetzt hier? Gold und Emeralds und Weed. Ich bin jetzt der Lord of the Weed. Und eine Treasure Map? Was? Au, 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 au. Was war das? Was war das gerade? Was war das für ein Feld? Was geht hier eigentlich ab? Kann mir das mal jemand kurz erklären? Warum gibt es Schatzkarten? Seit wann gibt es Schatzkarten? Und, Alter, wie cool ist das denn? Was gibt's denn jetzt alles in Minecraft? Holy shit, wie cool ist dieses Spiel geworden? Kein Wunder, dass das wieder alle spielen. Kann ich das irgendwie abbauen? Ja, guck mal. Was ist denn das für ein Block? Huch. Ich sollte vielleicht nicht sterben. So. Magma Block. Aha. Cool. Ich sollte mir echt wieder eine Minimap installieren.
Dann läuft es vielleicht auch besser mit der Orientierung. Ich habe jetzt ein neues Rezept für was bitte? Prismarine Crystals. Aha. Interessant. Gibt es hier unten vielleicht noch was? Es gibt noch so einen Magma-Block. So. Gibt es da vielleicht noch mehr Kisten mit noch mehr Schätzen? Oder noch eine Schatzkarte? Ich finde es ja mit der Schatzkarte mega cool. Ich frage mich, was da halt ist. Muss ich dann da runtergraben oder ist es auf der Oberwelt? Das müssen wir gleich erkunden. Aber hier scheint es nichts mehr wirklich zu geben. Na dann. Da haben wir einfach. Ah, guck mal, da ist sogar noch was. Da ist vielleicht noch was. Aber da haben wir einfach mal hier so einen Unterwassertempel erkundet. Das habe ich jetzt auch nicht erwartet, du. Okay, das ist einfach nur eine Struktur. Theoretisch könnte ich die Steine hier mitnehmen, damit ich damit bauen kann. Praktisch werde ich das auch tun. Zumindest ein Teil. Ah, guck mal, hier ist sogar noch mehr Prismarine. Das kann ich auch direkt mitnehmen. Obwohl, nee, das dauert mir zu lang. Ich baue das irgendwann anders ab. Ich werde das schon wiederfinden. Ich meine, wir sind schließlich einfach nur straight in eine Richtung gefahren. Sollte jetzt nicht zu schwer sein. Laut der Treasure Map ist da rechts Land. Dann fahren wir da, glaube ich, auch mal hin. Alter, das finde ich gerade echt cool. Das ist. Wow. Wie geil ist das eigentlich? Wie geil ist dieses Spiel? Ganz ehrlich. Wofür braucht man noch irgendwas anderes? Und ich wollte den Ton, glaube ich, lauter machen. So. Ich glaube, es ist immer noch zu leise. Wie gesagt, das variiert halt jedes Mal. Das ist so merkwürdig. So. Laut dem Ding sind wir jetzt bei dem Punkt, wo der Schatz sein soll. Hier soll angeblich ein Schatz sein. Hier irgendwo. Vielleicht auf dieser kleinen Insel? Nee, das soll schon neben der Insel darstellen. Aber ich habe einen besseren Plan, damit wir hier nicht die ganze Zeit am Ertrinken sind. Nehme ich mir ein bisschen Sand und fülle das jetzt damit auf. Ich hätte mir ein Bett mitnehmen sollen. Fällt mir gerade auf. Das wäre eine gute Idee geworden. Naja, passiert. So, Sand. Sand, Sand, Sand. Erstmal hier alles damit vollpflanzen. In etwa. Hier muss es sein. Genau. So. Dann platzieren wir hier überall Sand, damit wir einfach in der Mitte uns runtergraben können und nicht das Problem haben, dass wir unter Wasser buddeln müssen. Das sollte ja funktionieren, hoffentlich. Ach, dieser ganze schöne Sand, den ich eigentlich mitnehmen müsste. Oder ist das Kreuz nur vage gesetzt? Das könnte natürlich auch sein, dass es nur so in etwa stimmt, dass da ein Schatz ist. Aber das glaube ich irgendwie weniger. Es ist aber cool, dass es sowas gibt. Ich hätte es auf jeden Fall nicht erwartet. Ich frage mich vor allem auch, was denn dann in der Truhe ist, beziehungsweise was es dann für ein Schatz ist. Ich hoffe, irgendwas Gescheites. Nicht, dass ich mir hier jetzt den Arsch aufreiße für gar nichts und wieder nichts. Aber, naja, das kennt man ja von mir. Ist ja zumindest nichts Neues. Wenn ich so dran denke, was ich alles so in meinem Leben schon gemacht habe, was nichts gebracht hat. So, nein, gar nichts. Wie? Gefühlt alles. Naja. Wollen wir mal nicht über meine persönlichen Probleme reden. Ist ja nicht so, dass ich das nicht schon oft genug mache. So. Jetzt das hier noch ein bisschen. So, perfektes Terraforming. Die Ecke hier will ich noch füllen. Dann sollte das passen. Und ja, ich frage mich teilweise selber, warum ich das so ineffizient mache, aber hey, ich bin Sandoron. Ich darf das. Ihr guckt das freiwillig. Schildkröte! Was bringst du mir, wenn ich dich töte? Seagrass. Okay. Dann halt nicht. Dann sollte ich Schildkröten am Leben lassen. Schade. Hier noch das hier zu. Perfekt. So, denn jetzt kann ich
mir hier so eine kleine Wendeltreppe nach unten bauen. Oder auch nicht, weil Sand Gravitation hat und ich es vergessen habe. Egal. Ich bin ja jetzt hier, genau. Ich sollte aber oben zumachen. Einfach nur aus Angst, dass irgendwelche Mobs das spawnen hier reinfallen. So. Perfekt. Jetzt fühlt man sich auch wie ein Schatzsucher. Und meine Schaufel ist fast kaputt, merke ich gerade. Aber wir sind ja jetzt eh bei Stein und sowas angelangt. Muss man echt so tief buddeln? Ach stimmt, weil es ein neuer Account ist, bekomme ich hier auch ganz viele neue Sachen. Schaffe ich das? Okay, nee, schaffe ich nicht. Aber ich kann so ein bisschen dafür sorgen, dass nicht alles überflutet wird. Dann bauen wir uns halt so runter. Ah, das ist natürlich nervig. Ich hätte das weiter ausbauen sollen. Ja, komm. Scheiß drauf. Das muss doch hier irgendwo sein, oder nicht? Der Schatz. Bin ich ihm komplett blöd? Bitte nicht antworten, die Frage war rhetorisch. Wie tief muss man denn für sowas buddeln? Ist es dann eine Höhle oder ist es einfach nur eine versteckte Kiste? Buried Treasure. Also vergrabener Schatz. Also muss ich buddeln. Es müsste genau hier sein. Warum habe ich noch nichts gefunden? Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass es so tief liegt. Am Ende ist es einfach ein Diamanterzvorkommen oder so, was da angezeigt wird. Wobei, das wäre nicht mal so schlecht. Was ist denn das für ein Stein? Ist das ein normaler Stein? Andesit. Kommt mir unbekannt vor. Vielleicht ist es eine Markierung für den Schatz. Ja, ich habe Hoffnung. Schatz? So langsam sollte er doch kommen, oder nicht? Also, ich kann hier ja noch ewig buddeln, aber... Das ist schon dezent enttäuschend, du. Hallo? Habe ich ihn schon verpasst? War der irgendwo da in der Wand? Irgendwie hinter ein, zwei Blöcken und ich habe den komplett verpasst? Für sowas würde ich mir TNT wünschen, aber nee, am Ende würde ich alles hochsprengen. Ich bin doch gleich bei Bedrock. Okay, nee. Dauert noch ein bisschen. Aber ich bin doch gerade schon so mega weit unten. Ich kann mir halt wirklich nicht vorstellen, dass man für die Schatzkarte so weit runtergraben muss. Ich hätte halt jetzt erwartet, dass es so ein paar Felder sind oder so, damit man direkt weiß, dass man es gefunden hat. Aber Minecraft ist so, nope. Fuck you. Ich habe zum Glück noch eine Spitzhacke dabei. Sollte es passen. Ah, guck mal, das Eisen. Das war garantiert der vergrabene Schatz. Es gibt halt auch keinerlei Hinweis oder so darauf, ob ich hier wirklich richtig bin. Dirt bitte raus. Außer halt die Schatzkarte. Aber das ist halt wirklich mit diesem Kreuz recht vage, deswegen kann ich nicht genau sagen, welcher der Blöcke hier das ist. Und ich würde, wie gesagt, dem Spiel auch zutrauen, dass es nur so in etwa gesetzt ist und ich eigentlich bei der Insel hätte buddeln sollen, obwohl ich habe gebuddelt. Und normalerweise buddelt man ja auch für einen vergrabenen Schatz im Sand. Das ist auch so eine Sache. Also es ist ungewöhnlich, dass man für einen vergrabenen Schatz Steine aufschlägt, weil im Endeffekt muss ja dann der Typ, der es vergraben hat, auch die Steine aufgeschlagen haben. Also irgendwie befürchte ich, dass wir hier dezent falsch sind. Am Ende baue ich mich eh einfach hoch, also es ist egal, wie ich baue. Hauptsache, ich falle hier nicht in Lava. Das wäre so dezent ungeil. Aber damit könnte ich leben. Ganz sicher. Ich würde danach keine Let's Play-Pause von 3 Monaten einführen. Nein, gar nicht.
Ich höre auf jeden Fall Lava. Und meine eine Spitzhacke ist schon kaputt. Ja. Das ist, glaube ich, schon echt zu weit unten, oder? Und dann so beim Bedrock. Die Tatsache, dass ich Lava höre, macht mich gerade so paranoid. Ach, guck mal. Ach so, das ist anders sieht, oder? Das ist kein Kabel. Ich dachte, das wäre Kabel. Ah, dann hatte ich schon Hoffnung, dass es ein Zeichen dafür wäre. Hey, du hast den Schatz gefunden, aber nein, das ist einfach nur wieder irgend so ein random Stein. Und hier ist ganz viel Kohle. Wenigstens kann ich die mitnehmen. Dann bringt es wenigstens ein bisschen was, dass wir uns hier weit runtergraben. Also scheinbar ist dieser unfassbar vergrabene Schatz Lava. So viel dazu. Ich glaube, wir haben echt zu tief gebuddelt. So, dann geht's auf nach oben. Dann buddel ich dann einfach ein bisschen den Sand auf. Ich will diesen Schatz finden. Ich will wissen, was es damit auf sich hat. Aber es war mir schon klar, dass wir irgendwie zu tief sind. Das wäre echt merkwürdig gewesen, wenn da unten der Schatz gewesen wäre. So, dann sollten wir ja gleich beim Sand sein, oder? Ja, da ist er schon. Sand lässt sich zum Glück recht einfach aufbuddeln. Zumindest ließ er sich recht einfach aufbuddeln in meiner Zeit. Ah, jetzt. Stimmt, da war was mit Wasser. Oh, dann flute ich jetzt hier einfach alles. Scheiß drauf. Habe ich gerade einen Villager gehört? Wen höre ich denn da? Hä? Was? Hi? What the fuck are you? Hallo? Wandering Trader. Wie kommst du hierher? Und ich will dein Lama. Kann ich dich umbringen? Kann ich dir dein Lama klauen? Ich will so ein Lama. Perfekt. So. Hat er mich gerade angespuckt? Ich glaube ja. Ich habe mich dezent erschreckt. Autsch. Wollt ihr Fleisch? Nein, wollt ihr nicht. Die spucken mich an, aber das macht kaum Schaden. Ah, Weed willst du. Okay, ich habe ein Lama, aber das gehorcht mir noch nicht, weil ich scheinbar noch nicht genug gemacht habe, oder wie? Ah, guck mal, oder? Gehorchst du mir mittlerweile? Was muss ich tun, damit du mir gehorchst? Muss ich dir noch mehr Weed geben? Ich habe aber nicht mehr. Isst du auch Brot? Nee. Muss ich einfach nur lang genug auf dem sitzen oder muss ich den echt füttern? Ich habe aber eine coole Sache gesehen auf Reddit, dass man nämlich seine Axt rausschmeißen kann. Nein, dass man nämlich mit einem Boot Tiere transportieren kann. Was dezent cool ist. Ich sag zu oft dezent heute. Was dezent nervig ist. Hier Mitte platzieren und jetzt hier rein. Perfekt. So. Und jetzt sollte ich in der Lage sein, das Ding an die Leine zu legen. Das andere Lama lass. Obwohl, ich könnte die dann miteinander paaren. Das wäre eine Idee. Wenn es Männchen und Weibchen sind. Dann könnten die sich fortpflanzen. Dann hätte ich eine Lama-Farm. Stellt euch mal vor, ich. Eine Lama-Farm halten. Oh mein Gott. Das wäre ja genial. Das wäre ja mein Lebenstraum. Eine eigene Lama-Farm. So. Jetzt sind beide im Boot. Und
Jetzt sollte ich. Ah, okay, nee, dann kommen die aus ihrem Boot raus. So geht das nicht. Wie kann ich die denn transportieren? Wo ist gerade das zweite Lasso hin? Sag nicht, das zweite Lasso ist jetzt ver. Ah, okay, da ist es. Ah, ich kann mit ihm zusammen in einem Boot sein. Okay, das ist cool. Das ist sehr cool. Kann ich aber auch irgendwie Boote aneinander binden? Geht das irgendwie? Weil ich habe auf jeden Fall gesehen, dass einer auf Reddit das irgendwie gemacht hat. Dass er die aneinander gebunden hat oder so. Ah, guck mal, die passen zu zweit hier drauf. Und jetzt? Ich kann die zu zweit aufs Boot kriegen. Und ich kann die anleihen, aber ich schaffe es nicht, die mit dem Boot zu transportieren, oder? Das ist jetzt ein Rätsel. Wie kriege ich die beiden transportiert? Ich muss einen von den beiden hier lassen, glaube ich. Dann, du kommst hier rein. Perfekt. So. Und ich würde sagen, das war's dann mit dem Part. Ich bringe die beiden Lamas zurück. Ich hoffe einfach nur, dass das Lama noch da ist, wenn ich das hier wegbringe. Oder ist es ein Kamel? Ein Kamel wird mehr Sinn ergeben als Lamas, oder? Das sind Kamele, oder? Ich dachte, es wären Lamas. Aber Lamas spucken, nicht Kamele. Obwohl alle spucken. Ist das jetzt ein Kamel oder ein Lama? Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, ich würde sagen, ich fahre dann zurück zu meinem Häuselein und bringe die beiden Kamele mal dahin und wir sehen uns dann wahrscheinlich im nächsten Part genau an diesem Punkt. Ich war dezent verwirrt gegen Ende, das tut mir leid und naja, auf Wiedersehen, Leute. Euer Sandoron. Willst du noch was sagen? Lama, Schrägstrich, Kamel. Dann halt nicht.